Hallo Leute und willkommen hier bei MeUpperCat. Da hat unser aller Lieblingsdroide R2-D2 schon im Vorspann was gepiept. Und hier seht ihr die ganzen Einzelteile. Dieses Set hier, das ist das Lapin-Set von R2-D2 mit der Nummer 05043. Insgesamt 2127 Teile etwa. Und das bauen wir jetzt heute mal gemeinsam zusammen. Hier seht ihr schon natürlich alle Bauabschnitte im Zeitraffer und dann schauen wir uns die gemeinsam etwas detaillierter an. So baue ich das ja immer hier zusammen. Und wir beginnen hier mit einem Teil des Rumpfes und der ist fertig, also Anprobe. Und ja, passt wunderbar auf so einen Katzenkopf drauf. Louis sieht äußerst begeistert aus. Also nochmal runter vom Kopf und nochmal genau drauf geschaut. Also das hier ist jetzt der untere Teil des Körpers von unserem R2-D2. Da sind auch schon Scharniere dran, denn da kann man später was öffnen. Und ihr seht, schön weiß und blau und mit ein bisschen grau gehalten. Und innen drin, ja, da wird es deutlich bunter, aber das sieht man später ja nicht mehr. Dieses Lapin-Set ist ein Nachbau des Lego-Sets 10225 aus der Creator-Serie, das es aktuell gar nicht mehr zu kaufen gibt von Lego, denn das wird nicht mehr hergestellt. Wenn ihr noch eins bekommt, kostet das etwa 460 Euro. So, der zweite Bauabschnitt ist auch schon fertig. Der Körper sieht jetzt schon richtig hoch aus. Jetzt kann man schon erahnen, wie groß der Kollege hier werden wird. Und innen drin seht ihr, ist das ein richtig buntes Gerät. Da ist auch ein bisschen Technik mit verbaut, so Liftarme, Technikpins und so kleine Hinges und all sowas. Denn da kommt noch so eine kleine Funktion, die dort eingebaut wird. Aber dazu etwas später mehr. Hier vorne können wir auch schon die Klappen öffnen, wo dann diese Special-Sonderfunktionen nachher rauskommen. Ja, und ansonsten lässt sich soweit alles wirklich gut bauen, alles passt zusammen und weiter geht's in den nächsten Abschnitt. Das Teil hier kostet übrigens so um die 68 Euro, ist schon was im Vergleich zu 460 von dem, sage ich mal, Originalset, wenn ihr es denn noch bekommt, original verpackt auf Amazon oder sonst wo. So, hier sehen wir das Technik-Innenleben mit ja, ein paar Gelenken hier, Gummibänder sind da auch verbaut, damit das alles einen guten Halt hat. Hier haben wir ein paar Rädchen, die sich drehen können und Fliesen, wo dann irgendwas schön drauf rutschen soll später. Und ja, das soll dann alles hier in diesen Körper reinkommen. So sieht der mittlerweile aus. Wir können hier oben auch was öffnen und flupp, da fällt auch gerne mal was ab. Also da ist die Klemmkraft gerade bei diesem Teil nicht so optimal, aber hier können wir diese kleinen, ich weiß nicht, Wartungsklappen öffnen oder was da genau rauskommt bei R2. Wenn ihr es wisst, schreibt es runter in die Kommentare. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Auf jeden Fall kann man diese Bereiche hier öffnen. Sehr schön. Und ansonsten sieht er doch schon ganz proper aus. Also so der Hauptkörper ist mittlerweile schon ziemlich fertig. Der Rumpf hier mit schönen kleinen Verzierungen auf der Vorderseite macht Spaß zu bauen, geht relativ flott der Bauabschnitt und sieht einfach schick aus. Und jetzt muss hier dieses ganze Technikzeugs noch in den Körper reinkommen. Das ist dann unser nächster Bauabschnitt. Was mir hier noch aufgefallen ist bei diesem hier, ich hatte ziemlich viele Teile, die schmutzig waren. Also da war ein bisschen Öl dran irgendwie von den Maschinen, wo die Teile dann in Form gebracht wurden. Und das gibt es von Lego natürlich nicht. Ich musste ein paar Teile hier wirklich abwischen, weil die ein bisschen schmutzig waren. Das hatte ich bei anderen Lapin-Sets so noch nicht gehabt. Aber ja, ist eben erwähnenswert. Das ist eben hier das Besondere, ich sag mal, der kleine Abenteuerfaktor, den man bei Lapin hat. So, hier seht ihr, die ganze Technik ist eingebaut mit diesen Noppenschienen, die da über die Zahnräder innen drüber laufen. Wir haben ein Hebelchen und da unten ist auch schon der erste Mittelfuß drin. Den können wir nämlich mit dem Hebel hier ausfahren und auch natürlich wieder einfahren und verriegeln. Denn R2 kann später auf Zweien oder auf drei Beinen stehen. Sehr schöne Funktion und da seht ihr schon den Mittelfuß, der hat auch ein Gelenk unten dran und ja, wie das dann hier alles in die Technik integriert wurde. Wunderbar, gefällt mir schon mal sehr gut und dann geht es sofort weiter mit dem nächsten Bauabschnitt. Bisher haben alle Teile gepasst, es hat kein Teil gefehlt, alles gut soweit und das erste Beinchen ist jetzt auch schon fertig und dran und ihr seht, wir können es bewegen, etwas nach vorne und nach hinten, hier mit so einem Technikteil, wo sich das dann um die Achse drehen lässt. Und hier das Gelb-Grüne ist der Aufbau, wo später der Kopf drauf kommt. Aber hier fehlt natürlich noch der Fuß und das zweite Bein und das wird dann unser nächster Bauabschnitt, denn so steht der Kollege noch nicht gut. Aber ihr seht schon, wie die Größe jetzt wird, wenn ich ihn in die Hand nehme, wird ein richtig proper Kerlchen hier, unser R2. Also das zweite Bein ist jetzt auch schon dran, da kommt noch so ein bisschen eine Verzierung an die Seite, so ein kleiner 1x1-Brick, den man hier noch ein bisschen hin und her biegen kann.
so kleine Verzierungspaneele, damit es eben etwas schicker aussieht in Dunkel- und Hellblautönen. Hier sieht man eine kleine Ungenauigkeit, denn diese weißen Slopes hier, die passen nicht so richtig, wenn man die draufsetzt. Die bekommt man nicht alle richtig plan gedrückt, die stehen immer ein bisschen ab, da ist irgendwo Spannung drin. Ich konnte aber nicht lösen, wo jetzt diese Spannung ist, und das haben wir auf beiden Seiten. Also da so ein kleines Qualitätsmanko hier bei dem Lapin-Set. Ich denke mal, bei Lego sah das etwas besser aus, aber zumindest sie halten und fallen nicht ab. Von daher kann ich da gut drüber hinwegsehen und ja, proper Kerlchen, wie gesagt. Jetzt bauen wir noch die beiden weiteren Füße schnell zusammen, damit unser R2-D2 dann auch sicher stehen kann. Und soweit gibt es schon mal einen kleinen Spoiler. Ich habe hier noch ein Special Feature nachher eingebaut. Das seht ihr aber erst ganz zum Schluss. Zuerst schauen wir uns mal hier ja, den Fuß an. Den rechten ist das hier. So steht er schon schön auf zwei Beinen. Natürlich fehlt der dritte noch. Auch hier haben wir so ein paar Teile, die man hochklappen kann. Und ich finde, das ist wirklich so sehr schön gelöst. Sieht echt nett aus und sehr akkurat eigentlich wie im Film. Natürlich alles mit ein bisschen Spiel, denn man kann hier später auch den Winkel einstellen, wie unser R2-D2 dann stehen soll, ob er gerade steht oder etwas nach hinten oder nach vorne geneigt. Deswegen alles hier leicht flexibel verbaut. Und hier musste man mit so einem kleinen Technikpin den Fuß befestigen. Und das war echt eine Fummelarbeit, um den reinzukriegen. Aber naja, wenn er mal drin war, dann hält er zumindest den Fuß gut fest. Und hier baue ich jetzt gerade noch den dritten und letzten Fuß zusammen. Und dann haben wir den R2 1A schon mal stehen. Und bisher kann ich bis auf leichte Verschmutzungen und diese Slopes, die nicht perfekt passen, nichts Schlechtes über das Set sagen. Alle Teile waren bisher vorhanden. Alles sieht schick aus. Die Klemmkraft der Bausteine ist wirklich gut. Also da fällt nichts auseinander. Lässt sich wirklich schön bauen und macht auch viel Spaß, da sich hier nur sehr wenig wiederholt, wie jetzt zum Beispiel hier die Füße. Aber ansonsten hat man recht viele unterschiedliche Teile und man baut das dann schön zusammen. So, hier klappe ich jetzt mal den Mittelfuß ein, denn den kann man ja dann verriegeln und auf Hebeldruck kommt er dann nach unten rausgeschossen und knallt auf den Boden. Also eine ziemlich leichte Mechanik, funktioniert dafür aber äußerst gut. Hier seht ihr, wie viele Teile noch übrig sind. Die Reihen haben sich schon deutlich gelichtet, aber oh, ist doch noch eine ganze Menge. Also würde ich sagen, bauen wir direkt mal weiter den Kopf. Und hier haben wir meinen Special Custom Kopf gebaut. R2-D2 mit Vintage Used Cappy. Sieht doch richtig nett aus, leider nicht ganz akkurat. Deswegen baue ich doch gleich den richtigen. Aber zuerst nochmal hier was bisschen für die Füße, so kleine Container. Jetzt ist es passiert. Ich glaube, es fehlen ein paar Teile. Und zwar hier unten für die Schläuche, da hat man hier diese Verbindungsstücke, einmal das hier und einmal noch ein anderes, das hier reinkommt. Kann man hier sehen, wie das zusammengesteckt wird, und davon brauche ich insgesamt also vier Sätze. Ich habe aber nur zwei, also hier, die konnte ich befestigen, aber für die Schläuche war nichts mehr da gewesen. Ich habe mal versucht, das hier mit anderen Teilen zu versuchen, allerdings habe ich nichts, also ich könnte das zwar hier draufstecken auf diesem Bereich, aber ich hätte nichts, womit ich das dann im Endeffekt hier rein verbinden könnte im Moment. Das ist natürlich jetzt doof, ne? Also vielleicht taucht ja noch was auf und ich habe es nur übersehen, aber momentan, wie es aussieht, kann ich die beiden Schläuche hier nicht verbinden. Naja, bauen wir einfach mal weiter. Und da haben wir den Bauabschnitt soweit fertig, die Container sind dran, die Schläuche habe ich momentan leider noch nicht dran bekommen. Aber hier diese kleinen weißen, keine Ahnung, Containerchen, die da an der Innenseite dran sind, aus vielen kleinen Teilen zusammengesetzt, mit abgerundeten Slopes oben und unten. Ja, die sehen nett aus. Und dann gehen wir direkt mal weiter und fangen jetzt mit dem Kopf an. Der wird dann schön hochgebaut, ist noch richtig eckig, da das hier ein älteres Lego-Set ist. Heute wird man das alles mit runden Slopes mehr bauen, dass der viel glatter im Look wäre, aber der hier hat noch den richtigen Lego-Look. Und ja, sieht doch schon mal sehr, sehr schön aus. Schaut mal her. So sieht jetzt hier schon mal das vordere Auge aus. Wir haben ein paar farbige und transparente Steine verbaut, sowohl vorne als auch auf der Hinterseite. Und gefällt mir sehr gut. Auch die Kombination von Grau zu Hellblau zu etwas dunklerem Blau ist hier sehr schön gemischt und gibt einen wirklich schicken R2-D2-Look. Also Anprobe, jupp, passt, aber da fehlt noch was. Oben die Kappe fehlt noch, also bauen wir die nochmal schnell zu Ende. Und dann ist es auch schon soweit, Freunde. Unser R2-D2 steht fertig zusammengebaut vor uns mit schönem Schild. Steht natürlich Starplan drauf, aber ursprünglich ja Star Wars aus der UCS Ultimate Collector Series mit Mini R2-D2, der hier dabei steht.
auch sehr schön bedruckt. Ich finde, der macht eine gute Figur. Aber jetzt kommt das Besondere. Ich habe hier noch ein LED-Beleuchtungsset gebaut, um den Kopf hier ein wenig zu beleuchten. Oder nicht gebaut, ich habe das gekauft natürlich. Hier seht ihr das. Und werde ich euch auch verlinken. Hier unten kostet ein paar Euro, nur kann man echt machen. Mit USB-Anschluss und ein paar LEDs, die hier mit dabei sind. Da kann man die sehen, die werden dann von innen durch die Technikteile durchgesteckt, dass sie dann außen die Fliesen beleuchten oder die transparenten Steine. Und wir schauen mal, ob die auch funktionieren. Ja, funktionieren. Hier, wunderbar. Da seht ihr, blau und warmweiß haben wir. Richtig schön hellstrahlend. Und da kann man dann später eine Powerbank anschließen oder eine ganz kleine Powerbank reinbauen oder den sonst wie mit Strom versorgen. Aber ich baue das Ding jetzt hier erstmal rein. Ist so ein bisschen Fummelarbeit. Ich habe ihn leicht auseinanderbauen müssen, nochmal den Kopf. Aber da steht er nun. Wunderbar. Schaut her, alles leuchtet schön. Den Kopf habe ich noch so locker draufgesetzt erst einmal, damit wir uns das hier auch im Detail anschauen können. Also, die transparenten Steine vorne sind beleuchtet. Auch hier dieses extra Sensorauge ist beleuchtet oder wie das heißt. Hier unten sieht man, wie die Kabel dort entlang laufen und wie die Teile dann dort eingesteckt sind. Ist wirklich kein schwerer Zusammenbau, bietet aber einen hervorragenden Effekt und wertet dieses Set hier wunderbar nochmal auf. Kann ich nur empfehlen, das Beleuchtungsset kostet auch gerade mal 8 oder 9 Euro. Ist das Geld absolut wert und generell ist dieses Set hier sein Geld absolut wert. Super Set, hat sehr viel Spaß gemacht. Die Schläuche habe ich im Endeffekt ja doch noch dran bekommen, auch wenn die Teile nicht 100 Pro gepasst haben. Aber wer hier Spaß dran hat an sowas, kauft euch das Teil. Der Link ist in der Videobeschreibung, hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.